Trolli Cannabites. Ja, das sind Fruchtgummis, die ja uns bewegen sollen mit einer bekannten Hanfpflanze. Ob das aber wirklich was kann, ob das überhaupt schmeckt oder eine Wirkung hat, finden wir jetzt heraus. Angeblich gibt es 3 Geschmackssorten. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Heute testen wir die Trolli Cannabites. Ja, die wurden auf der ISM 2023 vorgestellt. Beim Trolli-Stand gab es so ein ganz großes, so eine Box. Da waren die alle drin. Die durfte sich jeder mitnehmen zum Probieren. Ich habe mir auch 2 Tütchen mitgenommen. Das sind einfach diese Sample-Tütchen. 2 kleiner, da ist wirklich nicht viel drin, wie ihr seht. Offiziell wird das nur noch 150 Gramm Tüte drin sein. Die kann ich euch ja jetzt einmal einblenden. So soll es offiziell sein. Ja, und das sind eigentlich Fruchtgummis mit Hanf verbessert. Also Cannabites wird es natürlich genannt. Kennen wir ja das ganze Spielchen. Hat man ja schon jahrelang mal gehabt, diesen Kampf. Vielleicht war es auch ein Kampf. Dieser Kampf mit diesen ganzen Cannabis-Schokoladen und was es ja da alles gab. Was sich aber in Deutschland überhaupt nicht durchgesetzt hat, fand ich. Also es hat mich auch persönlich nie angesprochen vom Geschmack. Ich habe ja, glaube ich, auch noch irgendwo diese Ritter Sport mit Canna hier, diese Schoko und Gras. Die fliegt ja hier auch noch rum. Die gab es ja mal in Österreich, die gab es ja mal in Deutschland. In dieser Papierverpackung, wo auch so Hanfsamen mit drin waren. Und dann extra wird das so drauf hingewiesen, könnte Cannabis sein. Hat ja nichts damit zu tun, ist ja kein Cannabis drin. Also das kannst du ja gar nicht verkaufen, das muss ja kontrolliert laufen. Hier ist es einfach nur Hanf. Hier ist einfach nur Hanf eingesetzt. Und zusätzlich ist das hier in diesen Geschmacksrichtung pur, also einfach nur ein Fruchtgummi mit Hanfgeschmack. Das andere ist mit Basilikumgeschmack und der andere ist mit Mate-Geschmack, also Mate-Tee. Das sind sie. Ich kann euch nicht mal Zutaten und Nährwerte einblenden, denn es gibt es für dieses Produkt nicht. Du findest zu diesem Produkt nur diese Ankündigung von der Messe und dass ich halt dieses Probetütchen habe. Es hat auf der Messe noch einen Preis gewonnen. Es hat einen Sweetie bekommen. Sweetie ist immer so ein Preis, der da von der Rundschau vergeben wird zusammen auf der Messe. Und da hat halt die Fachjury, war da wirklich ganz begeistert von, weil hier echte Hanfsamen mit Mate-Tee-Extrakt und nur natürliche Farben und Aromen in einer weichen Textur eingesetzt wurden. Für ein authentisches, leckeres Geschmackserlebnis in Hanfformblatt. Ja, wer wissen wir darüber nicht. Darum kann ich euch auch nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, was die kosten werden. Nichts. Es gibt keine Infos. Also das ist immer so ein bisschen schade natürlich, aber trotzdem können wir was testen. Ich tippe mal, der Beutel wird 1,99 kosten oder 1,49, weil sie da vielleicht mit Cannabis vielleicht auch ein bisschen mehr rausschlagen können. Also mit dem Wort Cannabis, weil es so den Hype oder bei jungen Kindern vielleicht anreizt, dass sie denken, oh mein Gott, ich habe hier wirklich ein Cannabis-Produkt gekauft. Aber ist es ja Kreuz. Es ist ja einfach nur Hanf. Es ist ein Hanfsamen. Also ich finde es immer so schade, wenn das Thema Cannabis versucht wird, in dieser Richtung ein bisschen auszuschlachten. Also so könnte man sich fast vorstellen. Weil es ist ja nicht das Produkt drin, was uns versprochen wird. Ja, ich packe jetzt mal das kleine Tütchen für euch aus und zeige sie euch dann mal in der Nahaufnahme. Und dann werden wir alle 3 Sorten mal probieren. Sind auch alle 3 drin, ne? Ja, es ist so ein grünes, es ist ein etwas gelberes und ein dunkelgrünes drin. Also, wie gesagt, ich habe 2 Tütchen. Mal gucken, ob das schmeckt. Ja, und hier sind sie jetzt, die Cannabites. Ja, das sind sie, also diese kleinen Blätter im Blattformat. Und ja, ich habe sie bei der aufgemacht in der Tüte und sie haben auch ordentlich nach Hanf gestunken, muss man sagen. Also es war wirklich eher gestunken. Es war kein Geruch, es war wirklich stinken. Hat keinen Appetit gemacht beim Öffnen der Tüte, muss ich sagen. Also so schauen die halt aus. Ich habe sie für euch auch hier einmal kurz angeschnitten. Da seht ihr jetzt nicht viel. Das ist halt ein klassisches Fruchtgummi. Das sind sie halt, diese kleinen Cannabites. Die werden sie jetzt mal probieren. Wie gesagt, ich erwarte nicht zu viel davon. Geruchlich, wie gesagt, hat es mich eher abgeschreckt. Aber mal schauen, vielleicht überzeugt es mich ja vom Geschmack. Und jetzt dürfen wir probieren oder ich darf probieren. Ich freue mich. Ich muss sagen, also wirklich, der Geruch hat mich null angemacht. Also wirklich, wenn du so einen Geruch in die Nase bekommst, das wirklich so riechst, ob du da wirklich Hanf drin hast. Also wirklich Gras oder was. Es riecht auch immer noch danach, diese Kombination aus Hanfsamen, die wirklich irgendwie geröstet sind oder so, keine Ahnung. Und dazu noch Basilikum in der Kombination, finde ich vom Geruch überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Also wenn ihr schon mal Hanfsamen gerochen habt, ihr kennt den Geruch und das euch mit Basilikum vorstellt. Das ist schon speziell. Also mit Basilikum verbinde ich eher ein schönes italienisches Gericht, also Tomate Mozzarella oder in der Soße oder so. Ach, für ein Fruchtgummi. Wir probieren das jetzt mal aus. Erstmal die helle Sorte. Ich tippe mal, die helle könnte auch Mate sein. Ne? Also wenn die farblich hier so abgestimmt sind, dann ist das die pure Sorte. Die pure müssen die neutralste sein. Also gucken wir mal.
Es ist halt wirklich ein süßes Fruchtgummi. Und dann kommt so knatschschlagartig auf einmal so eine Hanfnote. Und das ist dann relativ wieder schnell weg und dann wird es nur noch süß. Hm. Also reizt mich ehrlich gesagt null. Weiß ich nicht, wofür mich der Mehrwert da sein soll. Also ich finde den Geschmack jetzt auch nicht berauschend. Also es schmeckt halt kurz nach Hanf und ist süß. Ja. Hanf und süß. Also weiß ich nicht. Probieren wir jetzt Basilikum. Oh, Basilikum ist aber sehr präsent. Beim ersten Draufkauen kommt schon dieser Geschmack von Basilikum im Mund. Also vom Hanf schmecke ich jetzt nichts. Er fühlt sich aber gerade eher an, ob ich auf einen etwas süßlichen Basilikumstängel rumbeiße. Weil es schmeckt nach Basilikum und ich verbinde mit Basilikum jetzt kein Fruchtgummi. Und das Fruchtgummi ist ja so ein bisschen zäh und gibt noch nach. Also ja, schmeckt nach Basilikum, aber wie gesagt, nur nach Hanf. Da weiß ich jetzt nicht, wofür mich der Mehrwert sein soll, dass es nach Hanf schmeckt. Oder soll nur die eine Sorte nach Hanf schmecken und die anderen sollen wieso nach was anderem schmecken? Also wie gesagt, es fehlt so ein bisschen der Kontext zum Produkt, weil man ja nichts großartig drüber findet. Nee. Also die waren jetzt alle nicht so der Knaller. Probieren wir mal die Mate-Version. Das müsste dann die hellste sein. Ja, schmeckt nach Mate. Also an sich die beste Version, muss ich sagen, von allen dreien. Weil Mate als Fruchtgummi, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich versuche gerade nochmal irgendwas in diesem Text zu finden, den ich da gefunden habe, aber auch da ist dazu nichts erwähnt. Also, ja. Also, wie ich es jetzt geschmacklich verstehe, gibt es eine Sorte, die schmeckt nach Hanf. Die schmeckt scheiße, das muss man fast sagen, das schmeckt nicht. Die nach Basilikum schmeckt mega krass nach Basilikum, aber er fühlt sich halt beim Kauen an wie so ein Basilikumstängel, der irgendwie zu trocken oder zu zäh ist und ich da ganze Zeit drauf rumkaue, bis ich ihn runterschlucken kann. Und die Mate-Version, die schmeckt ganz lecker, aber ja, hat dann für mich nichts mit dieser Cannabis-Geschichte zu tun oder Canna-Version oder Cannabites zu tun, wenn es halt einfach nur ein Fruchtgummi ist, was nach Mate-Tee schmeckt. Dann sollten sie beim Mate-Tee Fruchtgummis machen, weil die wären lecker, muss ich sagen. Also so aus einzelnen Mate-Fruchtgummis, das würde ich mir vielleicht sogar holen, aber die anderen beiden Versionen brauche ich nicht. Also Trolli, Cannabites, netter Gag, vielleicht nett zum Verschenken, aber ich finde, dieser Zug ist seit 2 Jahren vorbei, also dieser ganze Cannabis und okay, ja, es kommt jetzt gerade das Thema wegen diesen Cafés und so, die da eröffnet werden sollen, oder Clubs, oder was das ist, oder Vereine, die da gemacht werden sollen, dass ja legalisiert werden soll. Aber ich weiß nicht, ob wir das unbedingt wieder als Süßigkeiten-Idee brauchen. Also würde ich mir nicht nochmal kaufen, wenn es die Edition in Großpackung dann gibt. Wie gesagt, die Mate würde ich mir gerne einzeln kaufen, die finde ich ganz okay, die kann man machen. Aber so ist das für mich. Also eine 1 von 5. Also ich bin da wirklich überhaupt nicht angetan. Also es reizt mich null. Also ich weiß noch nicht, wen man damit abholen möchte. Also wer möchte Hanf, Basilikum und Mate-Tee in der Kombination naschen? Also es ist auch so, das könnt ihr euch ja selber, glaube ich, vorstellen vom Geschmack. Ist das so ein Geschmack, den ihr gerne essen wollt in der Kombination? Also Hanf, Mate und Basilikum? Weiß ich nicht. Also vielleicht kommt das Produkt nochmal. Es wird darauf hingewiesen, alles ist hier natürliche Farben und natürliche Flavors. Aber wird mit Schweinegelatine sein, das kann ich schon mal im Voraus sagen, nur zur Sicherheit, ne? Falls einer fragt, das ist standardmäßig bei Trolli. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ja, das sind sie, die Cannabites ohne Effekt, ohne Wirkung, einfach nur mit dem Geschmack. Und das dann nur in den dunkelgrünen Blättern. Die anderen schmecken einfach nach was anderem. Darum sage ich jetzt danke fürs Foodshowen. Also ja, ist so ein Produkt, das rattert immer noch im Kopf. Ich mache mir noch Gedanken, warum. Aber
Vielleicht ein lustiges Kindergeschenk, keine Ahnung, aber dann schmeckt es denen ja auch nicht, ne? Also, ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint oder was ihr dazu denkt. Wen sollte man das kaufen, für wen, welche Zielgruppe soll das erreichen? Und will diese Zielgruppe dann auch diesen Geschmack? Schreibt es gerne mal rein. Ich bin gespannt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.